Ja, der Drago heißt euch willkommen in Rorikstedt, einem kleinen Dörfchen in der Prärie von Weißlöw. Heute werden wir uns auf den Weg hier nach oben machen. Irgendwo hier ist eine Hütte mit einem Hund und den will ich holen. Den will ich als Haustier haben. Dann machen wir uns nicht so viel in Rorikstedt gemütlich. Dass endlich mal ein paar Bäume besitzt. Und Weizen. Dass wir für Heiltränke benutzen können. Ja. Wir gehen dann noch Einsamkeit kurz. Warum? Was habe ich denn getan? Ich habe euch gesagt, dass ihr den Garten bis Sonnenuntergang jäten sollt und ihr habt es nicht gemacht. Jetzt habt ihr ein großes Problem. Papa hat gesagt, dass ihr das tun sollt, nicht ich. Jetzt lasst mich in Ruhe. Hallo. Ich grüße euch. Gefährte, du hast etwas vergessen. Miau, miau. Kuhweidenhof. Nee, keine Grünäpfel. Die sind zu gesund. Wenn ihr daran denkt, euch als Bauer niederzulassen, seid ihr hier am richtigen Ort. Wie schützt ihr euch vor den Drachen? Wie könnten wir? Wir sind eine Gemeinschaft von Bauern, keine Kämpfer. Wenn der Krieg nicht wäre, hätten wir im Fürstentum genug Wachen, um die Siedlungen zu schützen. Dass die Drachen ausgerechnet jetzt zurückkehren, ist äußerst bedauerlich. Wieso lässt sich eine Bretone wie ihr in Rorikstedt nieder? Habt ihr Rorik schon kennengelernt? Er besitzt dieses Land und ist der Namenspate unseres Dorfes. Wir sind schon seit vielen Jahren befreundet. Rorik hat während des Großen Krieges für das Kaiserreich gekämpft. Er wurde schwer verwundet und wurde darum zu mir gebracht. Damals war ich ein Heiler, wisst ihr? Aha. Wir standen uns so nahe wie Brüder. Und als Rorik nach Hause zurückkehrte, ging ich mit ihm. Ich bin froh, dass ich meinen Lebensabend hier mit meinem guten Freund verbringen kann. Okay. Eure Bauernhöfe florieren, trotz des rauen Klimas. Was ist euer Geheimnis? Hallo, ruckel nicht. Geheimnis? Wieso glaubt ihr, dass dahinter ein Geheimnis steckt? Hier gibt es keine Geheimnisse, mein neugieriger Freund. Unser Wohlstand ist das Ergebnis harter Arbeit, Glück und dem Segen der Götter. Okay. Fraps, bitte, bring mich nicht um. Mhm. Nee. Naja, wir gehen mal weiter. Die Götter so viel gibt haben es nicht zu entdecken. Hände, die ihr zum Führen eurer Waffe gebraucht. Davor habe ich großen Respekt. Dankeschön. Wir gehen mal weiter, wir wollen Action. Oder? Hallo Kitties. Au. Miau, miau. Oh. Fleisch. 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 So. Nicht. Eisen. Ich habe schon extrem viel Eisen dabei. Ja, Rockelfraps. Dass dieses Fraps macht, was es will. Dreckiger Inwe. Inwe. Ein Inwe. Ein Ingwer. Ein Kätzchen namens Ingwer.
ein Haus? Wo ist das Haus? Da ist das Haus. Oh. Shit, sind das viele. Dann mal los. Nehmt mal das Eisen, bitte. Wenn ihr es wünscht. Da ist das Eisen. Tschüss. Danke fürs Dann mal los. Ich will keine gesunden Sachen. Keine gesunden Sachen. Das ist sicher ein Dungeon, da gehe ich jetzt noch nicht rein. Oder. Wie heißt es dann? Lohnsäte. Okay, ich nehme mal ein. Ja, mhm. Ist das alles, was ihr könnt? Ich muss gar nichts mehr machen. Konkret, genau. So. Aufstand vom ersten Punkt. Das lesen wir jetzt nicht. Kein Bock zum Blättern. Gut. Hey, wir sind hier nicht im Wald. Falsche Ambiance. Wow, da hat ein Skiver-Problem. Darum hat er sie ausgestellt. Stiefel im Kochtopf, ja. Sehr appetitlich. Hey, ist alles gesundes Essen? Das geht mal gar nicht. Hey. Kann gar nicht so gesundes Essen essen. Ich muss Fleisch haben. Fleisch. Oh, Knoblauch. Oh, da liegt ja jemand. Oh, der arme Lund. Ist der dort? Dortentot. Fürstentum Weißlauf. So, jetzt hat sich Fraps wieder beruhigt. Keine Ruckler mehr. Was ist das? Corona. Ja, jetzt kommt, glaube ich, ein Banditenlager. Hier hat es irgendwo. Wo war das? Hier war das Lager. Ja, diese Gegend war mir allzu bekannt. Hier ging ich ein paar Mal durch und musste ganze Zeit warten auf einen Kaiserlichen, den ich umbringen musste. Der lief ganz langsam hier entlang bis nach Rorikstedt. Ja! Cool, Garnet Ring.
Garnet ist ein Edelstein, ein roter, der ein bisschen blassrot ist, also nicht so wie ein Rubin. Der coolste Edelstein ist der Alexandrit. Der ist so schön blau, richtig schön leuchtend. Und dann färbt er sich plötzlich violett. So richtig böse violett. So richtig. Oder eher pink, soll ich mal pink sagen. Es ist eher pink. Aber es sieht richtig böse aus dann. Ich weiß jetzt nicht, wie glaube ich, im Schatten oder so. Aber das sieht so geil aus. Ich habe mal gehört, da gibt es nur an einem Ort in Sri Lanka. Oder vielleicht ist er dort einfach am häufigsten, aber er ist extrem selten. Es heißt, die Abgeschworenen gehen dunkle Pakte mit den Hexenraben ein. Und daher. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache mal da. Beherrschen Sie mal. Flammen. I. Dann er. Dann mache ich mal den Elfenbogen. Nein. Flammen auf 1. Elfenbogen 2. Schnellhang 3, Spitzhack 4 und Zombie erwecken 5. Kann ich jetzt den Zombie erwecken? Super. Nö, ich muss ihn auf eine Leiche tun. Die Abgeschworenen nehmen sich zurück, was ihnen gehört. Ja, ja. Gar nichts gehört euch. Es gehört allen den Orks. Mäh.